Gott. Das ist ein Hotel. Und was für eine Art Hotel? Mittel? Gut? Luxus? Gut. Ein bisschen Luxus, aber nicht zu viel. Ach was, es kann schon Luxus sein. Immer gut, wenn man weiß, was man sich leisten kann. Der Herr ist Schweizer. Man hört seinen Akzent. Ja. Ich komme aus Zürich. Komm, zeig mal deine Papiere. Mit dem kannst du nicht sprechen, der hört dich gar nicht. Ist sowas noch gültig? Was meinst du? Den Ausweis? Oder den ganzen Kerl? Herr Ringus, Sie wissen, wie lange Sie bleiben wollen? Das kann ich leider nicht sagen. Ein, zwei Tage aber sicher. Hey du, schleich dich, komm, weg da! Lingus ist mir unbekannt. Aus Zürich. Worum geht es? Die Violetta AG. Ja, mit der arbeiten wir ja zusammen. In Ordnung. Er soll hereinkommen. Guten Tag. Ich höre, Sie kommen aus Zürich. In einer Angelegenheit der Violetta AG. Ja, in einer Angelegenheit, die sehr unangenehm ist. Unangenehm? Was ist unangenehm? Das Unangenehme ist, dass es die Violetta AG gar nicht gibt. Es gibt sie nur auf dem Papier. Na, hören Sie. Gibt es nicht. Wir arbeiten seit einem Jahr mit dieser Firma zusammen. Ja. Sie legten im Auftrag Ihrer Kunden Geld an bei einer Firma, die es gar nicht gibt. Sie betrügen Ihre Kunden. Außer Ihnen bin ich der Einzige, der es weiß. Also kein Grund, in Panik zu geraten. Wen wollen Sie anrufen? Meinen Kompagnon, Herrn Hanau. Ist Ihnen der Name bekannt? Er ist der Mann, der mit der Violetta AG zusammenarbeitet, die es gar nicht gibt. Arthur, hier ist jemand mit Nachrichten von der Violetta AG, die es gar nicht gibt. Ach du liebe Zeit. Und wer sagt das? Wie heißt der Mann? Nie gehört den Namen. Jetzt falle ich nicht gleich vom Stuhl, aber der Mann hat recht. Bleib im Zimmer, ich komme zu dir. Und Sie bleiben auch hier im Zimmer. Was daran wahr ist? Alles ist wahr. Die Firma existiert nicht. Es ist eine Erfindung von mir und einigen Freunden im Tessin. Gewiefte Italiener, die sich in derlei Geschäften auskennen. Man erfindet eine Anlagemöglichkeit, durchaus mit Hinweis auf Risiko. Und was müssen wir dann unseren Kunden mitteilen? Das Risiko ist eingetreten. Weg, das Geld ist weg. Schade, um eine schöne Möglichkeit, viel Geld zu machen. Und weißt du was? Den meisten tut es nicht mal weh. Weil es Schwarzgeld war. Was sie sich alle auf ihre Art und Weise wieder beschaffen werden. Wo ist das Geld geblieben? Wir haben es verfügbar. In Nassau. Konrad. Ich habe dir nie etwas davon erzählt, weil ich weiß, dass du mit gewissen Methoden, die heute nichts Besonderes mehr sind, deine Probleme hast. Ich dachte mir, verschone ihn damit. Und das habe ich dann auch getan. Und jetzt
solltest du langsam anfangen, dich zu freuen. Wir haben ein riesen Geschäft gemacht. Haben wir? Angst vor dem Mann in deinem Büro? Soll ich dir sagen, was der will? Sich an dem Geschäft beteiligen. Und darüber werden wir mit ihm reden. Ich werde nicht mit ihm reden. Keine Sorge, ich mach das. Bleib du hier, ich rede mit ihm. Du wirst sehen. Es ist alles in Ordnung. Herr Lingus? Oh, Entschuldigung, Herr Paulus. Herr Hanau ist gerade dabei, eine Sache zu regeln. Aber bleiben Sie mal hier. Eine Frage. Sie sind seit vielen Jahren unser Prokurist. Wie viele Jahre? Es werden bald 20 Jahre. Meine Frage. Wie haben wir unsere Firma geführt? Ich verstehe nicht. Sie werden doch noch so eine einfache Frage beantworten können. Haben wir Sie nach ehrlichen, kaufmännischen Grundsätzen geführt? Die Violetta AG. Was ist das für ein Geschäft? Das sollten Sie doch lieber mit Herrn Hanau besprechen. Sie wissen Bescheid. Sagen Sie Herrn Hanau, wenn er zurückkommt, dass ich nach Hause gefahren bin. Hast du früher Schluss gemacht? Ja, das ist richtig. Ich habe mal früher Schluss gemacht. Aber es geht dir doch gut, oder? Halbwegs. Nicht ganz gut, aber halbwegs ist ja nicht schlecht. Wohin gehst du? Ich habe Probe ins Theater. Siehst du, da fällt mir auf, dass ich mich wirklich zu wenig um dich gekümmert habe. Ihr probiert ein Stück. Was für ein Stück? Und welche Rolle hast du? Jetzt bin ich wirklich überrascht. Ich dachte, du hast nur dein Geschäft im Kopf. Also, ich habe eine Rolle in einem Stück, in dem es um die Problematik der Unschuld geht. Problematik der Unschuld. Paps, ich kann dir jetzt nicht alles erklären, was damit zusammenhängt. Ich muss mich beeilen. Tschüssi. Ja. Und fahr vorsichtig. Ja. Sag mal, was ist los? Hanau ruft dauernd an. Du hast das Büro verlassen, ohne es ihm zu sagen. Er sucht dich. Und das wird er wieder sein. Ich bin mit dem Mann aus Zürich vollkommen klar. Es ist genau, wie ich es dir vorausgesagt habe. Wir haben uns geeinigt. Er will 100.000. Ich habe ihm gesagt, die kriegen sie. Bist du noch da? Du hast diesen Mann gekauft. Ich kaufe ihn nicht. Was heißt das? Dass ich diesen Handel nicht mitmache. Rede keinen Unsinn. Komm her. Ich brauche deine Unterschrift zum Abheben des Geldes. Der Mann will noch heute nach Zürich zurück. Ich wiederhole, ich mache diesen Handel nicht mit. Konrad, du musst. Wir haben keine Wahl. Ich habe sehr wohl eine Wahl. Der Schuldige bist du. Ich bin es nicht. Hast du Ärger mit Hanau? Nicht direkt. Ich muss nur einiges überlegen. Ich bin heute Abend eingeladen. Soll ich absagen? Nein, nein. Ich bin ganz gern allein. Mir geht so einiges durch den Kopf.
Ja, ja, gib gleich was. Ist der schon wieder da? Sag mal, fütterst du den vielleicht? Denk ich nur, was wir sonst wegwerfen. Okay, von mir aus, aber dann bitte ohne Messer und Gabel. Damit kann er sowieso nichts anfangen. Ich glaube, wir sollten über alles reden. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Hannelore nicht da? Sie ist irgendwo eingeladen. Und Eva? Im Theater. Komm doch rein. Ich mache dir einen Vorschlag. Komm mit, wir gehen irgendwo etwas essen und reden in aller Ruhe über unser Problem. Du entschuldige, aber ich habe keine Lust, irgendwo essen zu gehen. Konrad, tu mir den Gefallen. Steig zu mir in den Wagen. Ich möchte mit dir über alles reden. Aber nicht hier. Na gut. Ich frage mich die ganze Zeit, ob du dir klar darüber bist, in welcher Situation wir sind. Ich glaube, ich bin mir jetzt klar darüber. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Was musst du tun? Ich werde Selbstanzeige erstatten. Ich denke, du bist unschuldig. Ja, ich selbst habe mit der Sache nichts zu tun. Warum dann Selbstanzeige? Ich bin der Schuldige. Also sollte ich eigentlich Selbstanzeige erstatten. Aber das tue ich nicht. Ich tue es für uns beide, Arthur. Bist du dir klar darüber, dass du mich damit ins Gefängnis bringst? Du kommst da vielleicht davon. Aber die Firma ist ruiniert. Und du auch. Deine Frau, deine Tochter. Mit dem Wohlstand ist es aus. Halt an. Warum soll ich hier anhalten? Weil ich nicht mehr mit dir im Wagen sitzen will. Willst du nach Hause laufen, oder was? Ich mache die Selbstanzeige. Verlass dich drauf. Konrad! Konrad, warte! Fahr dich zurück! Da vorne ist dein Gasthaus, ich rufe keinen Taxi. Was war denn das? Hier ist gerade ein Mann erschossen worden. Natürlich haben wir den Schuss gehört, der war ja laut genug, aber gesehen, sind. Das heißt, doch, einer hat alles gesehen. Ja, da gibt's ja vielleicht einen Zeugen. Hilde! Hilde, komm doch mal her! Hilde, wo ist denn der Penner? Der hat doch alles gesehen. Das ist meine Köchin, die füttert ab und zu am Abend einen Penner. Wo ist denn der? Da ist er. Ich weiß nur nicht, ob er mit Ihnen redet. Ich habe ihn noch nie reden gehört. Hey, du! Du hast doch alles gesehen. Das ist die Polizei hier. Du hast doch den Mörder gesehen. Können wir mal mit ihm reingehen? Ja, sicher. Es ist eh niemand mehr da. Wir schauen es doch bitte noch mal nach. Vielleicht finden Sie ja doch so etwas Ähnliches wie einen Ausweis. Na also. Danke sehr. Karun Paul.
Es heißt, Sie seien Augenzeuge gewesen. Haben Sie denn gesehen, wie der Mann erschossen wurde? Natürlich hat er alles gesehen. Er hat doch auch noch an das Fenster geklopft und hat hingezeigt. Sagen Sie doch bitte, was Sie gesehen haben. Herr Karun, Sie müssen gar nicht reden. Ich wiederhole jetzt meine Fragen und wenn Sie Ja sagen wollen, dann nicken Sie mit dem Kopf. Wenn Sie Nein sagen wollen, dann schütteln Sie den Kopf. Ja? Haben Sie den Mord gesehen? Haben Sie den Mörder gesehen? Waren es mehrere? Also, es war einer. Ein Mann? Danke. Warum liegt er nur mit dem Kopf? Machen Sie doch endlich den Mund auf, das ist die Polizei. Jetzt halten Sie sich mal da raus, bitte. Sagen Sie, könnten Sie uns nicht doch was erzählen? Geht das? Wir haben ihn als Zeugen, wir können ihn doch nicht laufen lassen. Sagen Sie, besteht die Möglichkeit, dass dieser Mann hier irgendwie untergebracht wird? Ja, ja. Was heißt hier unterbringen? Was meinen Sie? Soll ich ihm vielleicht ein Gästezimmer anbieten? Das Einzige, was diese Penner nicht wollen, das ist ein anständiges Bett. Aber keine Angst, der läuft Ihnen nicht davon. Der steht jeden Abend bei uns vor dem Fenster. Der bleibt Ihnen schon. Ich sorge dafür, dass er hier bleibt. Irgendwo und irgendwie. Danke, in Ordnung. Herr Karun. Es kann durchaus sein, dass wir Sie noch einmal brauchen. Es ist sogar höchstwahrscheinlich so. Haben Sie gehört? Sie können hier bleiben. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Hm? Wollen Sie das tun? Mama? Ich habe gerade erfahren, dass dein Vater ermordet wurde. Dass ihn jemand erschossen hat an irgendeinem Weg an der Isar. Mama, das ist unmöglich. Das muss ein Irrtum sein. Papst ist heute früher als sonst nach Hause gekommen. Er war doch hier, du weißt doch, dass er hier war. Ja, ja, er war hier. Er ging in sein Arbeitszimmer und sagte, ich habe noch zu tun. Und dann war ich abends eingeladen. Er hatte nichts dagegen. Er sagte, geh nur, ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Er wollte noch mal weg? Das hat er nicht gesagt. Sein Wagen, was ist mit seinem Wagen? Der steht in der Garage. Auf einem Weg an der Isar. Wird denn er wirklich von meinem Vater gesprochen? Ja, Ihre Mutter hat uns ein Foto von Ihrem Vater gezeigt. Es tut mir sehr leid. Besteht kein Zweifel. Der Tod ist Ihr Vater. Mama, entschuldigen Sie. Meine Tochter hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Vater. Warum kam er früher nach Hause? Er ist nie so früh nach Hause gekommen. Das sagt er nicht, aber Hanno hat mehrmals angerufen. Er wollte deinen Vater sprechen. Wer hat mehrfach angerufen, wer war das? Hanau ist der Kompagnon meines Mannes. Haben Sie seine Telefonnummer? Ruf ihn an, Mama. Geben Sie mir bitte den Hörer. Danke. Hanau hier. Hier ist Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Mordkommission? Da sind Sie sicher falsch verbunden. Nicht, wenn Sie Herr Hanau sind und Ihr Kompagnon Herr Paulus. Jetzt sagen Sie mal um Himmels Willen, warum Sie mich anrufen.
Also, ich habe keine sehr gute Nachricht für Sie. Ihr Kompagnon Paulus ist vor 2 Stunden ermordet worden. Sagen Sie, machen Sie Scherze. Wer sind Sie? Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Ihr Kompagnon Herr Paulus ist vor 2 Stunden auf einem Weg an der Isar, am Isar-Kanal, um es genau zu sagen, von einem Unbekannten mit einem Pistolenschuss getötet worden. Wo sind Sie? Von wo sprechen Sie? Ich bin in der Wohnung Ihres Kompagnons bei Frau Paulus. Ist sie da? Kann ich mit ihr sprechen? Ja, ich gebe sie Ihnen. Arthur. Hannelore, was höre ich denn da? Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ist das richtig, was ich da höre? Ich setze mich sofort in den Wagen und komme zu euch. Hier ist nochmal Derrick. Bleiben Sie bitte zu Hause, ja? Wir kommen zu Ihnen. Hallo? Warum wollen Sie zu mir kommen? Ach, bitte. Wie Sie wollen. Eine traurige Nachricht, Mutter. Mir wurde soeben mitgeteilt, dass Paulus ermordet worden ist. Er wurde erschossen. Irgendwo, ich weiß nicht wo. Ein Polizist wird herkommen und mir wahrscheinlich Fragen stellen. Ich könnte möglicherweise etwas dazu sagen. Es betreffe Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Firma, die davon natürlich nicht berührt werden darf. Ich bin sicher, dass die Rede nicht darauf kommen wird, aber wenn doch, Mutter, ich habe heute Abend das Haus nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass du danach gefragt werden wirst, aber wenn doch. Wäre es sicher nützlich, wenn ich sage, du warst hier. Ja, Mutter. Darf ich mitfahren? Lassen Sie mich mitfahren. Ich sag Ihnen, wie Sie fahren müssen. Warum willst du mitfahren? Weil mir etwas an seiner Stimme nicht gefallen hat. Nein, nicht die Stimme. Die Pause, die er gemacht hat. Welche Pause hat Ihnen nicht gefallen? Die er machte, als Sie ihm ankündigten, dass Sie ihn jetzt aufsuchen würden. Ach so, ja. Sie mögen den Mann nicht. Den habe ich noch nie gemocht. Können Sie das ein bisschen erklären? Wie erkläre ich das? Ich bin Schauspielerin, Schülerin, habe aber schon eine kleine Rolle. Ich liebe das Theater und das, wovon es lebt, von großen Gefühlen. Hanau hat keine, überhaupt keine. Er wartet in Zahlen und es sollen Schwarze sein, so schwarz wie möglich. Darunter kann man sich was vorstellen. Bitte, kommen Sie doch rein. Danke. Eva, ich bin fassungslos. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich gehört habe. Sie sagten Isarweg. Ja, wo um Himmels Willen ist denn das? Ich verbinde mit dieser Ortsbezeichnung gar nichts. Kennen Sie die Floßlände bei Straßlach? Da ist der Tatort. Sie sind Herr Derrick. Nein, nein, das ist Herr Derrick. Was kann ich für Sie tun? Wie ich schon sagte, der Tatort sagt mir nichts. Sie könnten uns helfen, wenn Sie uns sagen würden, warum Ihr Kompagnon seine Firma heute früher verlassen hat. Er war auf einmal nicht mehr im Büro, was mich ebenso gewundert wie irritiert hat. Ich habe dann laufend versucht, ihn telefonisch zu erreichen und bekam ihn dann schließlich an den Apparat. Er sagte nur, frag mich nicht. Lass mir Zeit. Ich habe zu tun mit einer ganz persönlichen und ganz privaten Angelegenheit, über die ich nicht reden möchte. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe auch keine Erklärung für diese unglaubliche und schreckliche Mordtat. Ich habe nur einen Gedanken im Kopf. Wer hat es getan? Wir werden ihn schon finden. Denn es gibt einen Zeugen. Einen Zeugen? Einen Augenzeuge? Ja, einen Augenzeugen. Jemand, der den Mörder gesehen hat. Einen Zeugen, der den Mörder beschreiben kann? Ja. Und hat er ihn beschrieben? Er steht zu unserer Verfügung. Bei einer Gegenüberstellung besteht überhaupt kein Zweifel, dass er den Mörder einwandfrei identifizieren wird. Nur, das ist ein Witz. Wir haben keinen Verdächtigen. Aber den werden wir auch noch finden. Ja, also das wäre im Moment alles. Wir werden Sie, soweit es geht, auf dem Laufenden halten, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht habe helfen können.
Vielleicht haben Sie das schon getan. Ein Zeugen? Wer ist denn dieser Zeuge? Haben Sie morgen früh Zeit? Ich zeige Ihnen den Zeugen. Das ist der Zeuge, der ist ein Wohnungsloser. Ein Mann, der abends hierher kommt und von Küchenresten lebt. Und dieser Mann hat den Mörder gesehen? Ja. Ich bin die Tochter des Mannes, der gestern Nacht hier ermordet wurde. Versteht er nicht, was ich sage? Haben Sie gehört, was die junge Dame gesagt hat? Wenn Sie Ja sagen wollen, dann nicken Sie einfach mit dem Kopf. Kann er nicht reden? Ja, natürlich. Natürlich kann er reden, aber er hat es verlernt. Wird er ein guter Zeuge sein? Ist das hier irgendwo passiert? Ja, wir gehen zum Gasthof. Wollen Sie mir da Ihren Zeugen vorführen? Wäre das unangenehm? Nein, ich frage mich nur, warum Sie mir das nicht vorher gesagt haben. Ach, habe ich das nicht? Da kommen zwei Männer auf uns zu. Der Kleinere ist mein Kollege. Aber es geht mir um den anderen. Guten Morgen, Herr Derrick. Hallo, Eva. Ich habe gerade erfahren, dass Sie mir hier Ihren Zeugen präsentieren wollen. Na, wo ist denn Ihr Zeuge? Ist er das? Herr Karun ist dieser Mann, der gestern Nacht vor Ihren Augen einen Menschen erschossen hat. Warum antwortet der Mann nicht? Herr Karun, ich wiederhole. Ist dieser Mann, der gestern Nacht vor Ihren Augen einen Menschen erschossen hat? Guter Hanau. Ja, mein Augenzeugen des Mordes, er hat Sie gesehen. Sie haben Ihren Kompagnon, Herr Paulus, erschossen. Wir nehmen Sie vorläufig fest. Sie wollen mich festnehmen? Mhm. Weil der Mann auf Ihre Frage mit dem Kopf genickt hat? Auf die Aussage eines solchen Mannes hin? Machen Sie sich nicht lächerlich. Jeder Anwalt holt mich im Handumdrehen aus dem Untersuchungsgefängnis Von wieder raus. Vom Untersuchungsgefängnis gar nicht die Rede. Mein Kollege, der bringt Sie jetzt ins Polizeipräsidium zur Vernehmung. Kommen Sie. Haben wir jetzt den Mörder? Hören Sie, Kindchen, wir haben ihn nicht. Aber wir wissen, dass es ist. Na, und der Zeuge? Hören Sie, kein Gericht, niemand wird diesen Zeugen akzeptieren. Wo will er jetzt hin? Das weiß ich doch nicht, das weiß er selber nicht. Diese Leute haben keine Ziele. Aber er weiß doch, wer der Mörder meines Vaters ist. Ich kann ihn doch nicht gehen lassen. Und wenn man ihn wieder zu einem Menschen macht? Seine Menschenmacht. Er ist ein Mensch. Ja, zu einem, den man akzeptiert, den auch ein Gericht akzeptiert. Warten Sie. Bleiben Sie. Hören Sie, Sie können jetzt nicht weggehen. Bleiben Sie, bitte. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Wohin wollen Sie ihn mitnehmen? Zu uns nach Hause. Ich werde meiner Mutter sagen, das ist der Mann, der den Mörder kennt. Er muss eine Aussage machen, die man akzeptiert. Und wir müssen ihn so weit bringen, dass man ihm glaubt. Wir haben ein Gartenhaus, das steht ihm zur Verfügung. Ich nehme ihn mit. Sagen Sie ihm, dass ich ihn mitnehme.
Mama, wir wissen, wer der Mörder ist. Hanau war es. Und dieser Mann hat es gesehen. Das ist der Zeuge, der Augenzeuge. Der hat Hanau wiedererkannt. Ist das wahr? Und dieser Mann ist der Zeuge? Es gibt da natürlich Schwierigkeiten. Wollen Sie es ihr erklären? Wir werden Schwierigkeiten haben mit der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Herr Karun, hier können Sie bleiben. Sie können hier schlafen. Sich auf die Couch legen oder wenn Sie wollen. Wie schlafen Sie eigentlich sonst? Na, machen Sie es einfach bequem. Wenn Sie etwas brauchen, hier gibt es eine Glocke, dann läuten Sie einfach, ja? Und ich komme sofort und helfe Ihnen. Versteht er mich? Bitte setzen Sie sich. Er hat mich verstanden. Vielleicht will er, dass wir ihn allein lassen. Sollen wir gehen? Sie gehen nicht weg. Sie bleiben hier. Ich bringe Ihnen zu essen, zu trinken. Aber bitte bleiben Sie hier. Glauben Sie, dass dieser Mann als Zeuge überhaupt akzeptiert wird? Nein. Warum denn nicht? Weil er so aussieht. Das lässt sich doch ändern. Er muss ins Bad gesteckt werden. Sich rasieren. Sich halt ganz normal anziehen. Normalen Anzug tragen. Mit Hemd und Krawatte, wenn das gewünscht wird. Wenn es darauf ankommt. Das lässt sich doch machen. Und man muss ihn natürlich zum Reden bringen. Halt so, wie man redet. Er ist noch da. Ist es ganz falsch, was ich sage? Wo ist er? Er ist nebenan. Sein Anwalt hatte schon angerufen. Bringen Sie das ins Labor. Jawohl. Ist mein Anwalt schon da? Wir brauchen ihn nicht. Ich lasse Sie gehen. Sie lassen mich gehen. Sie müssen mich gehen lassen. Wollen Sie mir dann bitte ein Taxi rufen? Ja, ja, ich werde Ihnen ein Taxi rufen lassen. Ich überlege mir, ob ich Ihnen das nicht in Rechnung stelle. Dieser arrogante Arsch weiß natürlich, dass wir mit unserem Plan keine Chance haben. Wenn man unseren Zeugen in eine Badewanne steckt, wenn man ihn zum Friseur schickt, anständig anzieht, was immer man darunter versteht. Bitte? Ja? Wenn es legal ist. Aber macht ihn das zu einem besseren Zeugen? Man wird doch wohl mal darüber nachdenken dürfen. Wollen Sie noch etwas haben? Noch Kaffee? Haben Sie genug gegessen? Ach, ich lasse Ihnen einfach alles hier stehen. Sie nehmen sich, was Sie brauchen, okay? Ich will ja nur, dass Sie sich wohlfühlen. Es hat mich gefreut, dass Sie gut geschlafen haben. Woher ich das weiß? Ich habe nicht sehr gut geschlafen. Aber habe immer darauf gewartet, dass die Glocke läutet. Ich bin sogar aufgestanden, habe nachgesehen, ob sie noch da sind. Sie lagen da auf dem Boden, ganz zugedeckt von ihrer Decke. Sie haben mich gar nicht bemerkt. Ich will Sie nicht quälen. Aber Sie haben gesehen, wie mein Vater umgebracht wurde. Ich hatte immer eine besondere Beziehung zu meinem Vater. Und er zu mir. Was er mir bedeutet hat, weiß ich jetzt erst, da ich ihn verloren habe. Wie ich das aushalte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und der Mörder kommt vielleicht mit Blumen zur Beerdigung. Morgen. Guten Morgen, Herr Derrick.
Guten Morgen, Herr Karun. Ich habe ihm gerade Frühstück gebracht. Und jetzt reden wir miteinander, halt so gut es geht. Warum sind Sie gekommen? Ich werde ihn mitnehmen. Mitnehmen? Wohin mitnehmen? Ich werde ihn mitnehmen zu einem Polizeipsychologen. Und der soll dann beurteilen, ob es noch Möglichkeiten gibt, ihn aus seiner Blockierung herauszuholen. Sie sollten nicht so sprechen, nicht vor ihm. Kommen Sie bitte. Er soll hören, was wir von ihm wollen. Was haben Sie über ihn erfahren? Ach, okay. Er gehört zu den Leuten, die mit ihrem Leben nicht fertig geworden sind. Das ist gar nichts Besonderes. Ich meine, es gehört nicht viel dazu, völlig aus der Bahn geworfen zu werden. Das sind ein paar Schicksalsschläge, sind das. Freunde, Bekannte, die gehen verloren oder eine Ehe, die geht kaputt. Und naja, dann ist man umgeben von lauter Misserfolgen, nicht wahr? Bis man sich selber als einen Misserfolg begreift. Morgen, Eva. Was macht dieser Mann hier? Haben Sie damit zu tun? Was machen Sie hier? Wollen Sie ihn wieder als Zeugen präsentieren? Dann reden Sie mal. Sagen Sie, was Sie gesehen haben! Ihr Zeuge kann nicht mal den Mund aufmachen. Reicht Ihnen das nicht? Mir reicht es. Tut mir leid. Entschuldigen Sie. Haben Sie gehört, dass Herr Derek Sie mitnehmen will? Sie sollten keine Angst haben. Niemand will Ihnen etwas antun. Ist er immer noch beim Psychologen? Der hat angerufen inzwischen, ganz verzweifelt. Stefan, hat er gesagt, dieser Karun, der sitzt wie hinter einer Mauer. Der fühlt sich da offenbar wie in Abrahams Schoß, den er nicht verlassen will. Klein? Ich rufe an wegen Karun. Ist Stefan da? Moment, der hört gleich mit. Stefan, ich bin als Psychologe mal wieder gescheitert. Der Mann ist zu, völlig zu. Den kriegst du nicht auf. Nicht mit Hammer und Meißel. Sag ihm, dass ich das erwartet habe. Und frag ihn, wo Karun jetzt ist. Ich habe gehört, Stefan. Ich musste ihn gehen lassen. Die Straße hat ihn wieder. Scheiße. Warum lässt man mich nicht in Ruhe? Warum? Herr Karun, Sie sprechen. Sie sprechen ja. Und Sie sind wiedergekommen. Was soll ich tun? Karun ist zurückgekommen. Was? Ja. Er war heute Nacht im Gartenhäusel, hat die Glocke geläutet. Gut. Na, wo ist er? Nicht im Gartenhaus, im Haus. Er hat gerade gefrühstückt. Er sagt, er wartet auf Sie. Er hat das so gesagt, wie ich es jetzt sage. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karun. Er hat gefragt, was er tun soll. Wo kann ich mit ihm allein sprechen? Wollen Sie sich setzen?
Lassen Sie mich zunächst etwas sagen. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass Sie wieder zurückgekommen sind. Denn ich weiß, Sie hatten sich weit entfernt, nicht? Ich meine, nicht nur von ihr, nicht von den Geschehnissen, sondern von sich selber und von dem Leben, das Sie führen. Ich habe mich erkundigt. Ich kenne Ihr Schicksal. Quatsch, natürlich, ich kenne es teilweise. Bruchstückhaft kenne ich es. Und ich weiß, oder vielmehr, ich glaube zu wissen, dass Sie zu denen gehören, die sich nicht wehren können. Sie haben sich nie gewehrt. Und wer sich nicht wehrt, der, wer sein eigenes, seine Persönlichkeit, bitte sein Ich, oder wie immer Sie dazu sagen wollen, nicht verteidigt, der verliert's. Naja, nicht auf einmal. Es wird immer weniger und weniger und weniger. Und dann, naja, ganz verloren geht's nie, nicht wahr? Es verschwindet erst ganz mit dem Toten. Ich glaube, Sie haben genau verstanden, was ich gesagt habe. Und was soll ich jetzt? Soll ich jetzt das tun, was ich verlernt habe? Wehren. Mich wehren. Sie sind der Augenzeuge eines Mordes. Sie sind der einzige Augenzeuge. Sie sind der einzige, der den Mörder erkennt. Ich brauche Ihre Hilfe. Verstehen Sie? Ich brauche Ihre Zeugenaussage. Die habe ich Ihnen doch schon gegeben. Nein, die Aussage vor dem Staatsanwalt und vor dem Haftrichter. Und Sie müssen reden in einer Art und Weise, die gar keinen Zweifel an Ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen lässt. Glaubwürdigkeit? Die habe ich ja nicht, das Glaubwürdigkeit, das ist... Glaubwürdigkeit, das gibt es nicht. Naja, wenigstens haben Sie Ihre Sprache wiedergefunden. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich gehe rüber zu diesen beiden Damen und warte da auf Sie. Und wenn Sie dann kommen, gehen Sie entweder durch die Haustür und verschwinden, oder aber Sie bleiben stehen und sagen, was Sie schon mal gesagt haben. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Vielleicht passen Ihnen die Sachen meines Mannes. Jetzt zugenommen? Kann das nicht. Kann das nicht. Schaffe das nicht. Gelingt mir nicht. Also versuchen Sie es doch wenigstens mal. Probieren Sie es. Reden Sie über das, was Sie gesehen haben. Zum Beispiel, wie hat sich das alles abgespielt? Muss ich den Gasthof erwähnen? Ja, Sie müssen den Gasthof. Da ist ja alles passiert, nicht wahr?
Ja, und dann sagen Sie auch bitte, warum Sie da waren. Was, warum ich da war? Ich bin immer da. Ich bin fast jeden Abend da. Ich war draußen vor dem Küchenfenster. Und es war Nacht, nicht? Ja, also, das wollen wir mal festhalten, das müssen Sie erwähnen, dass Nacht war. Dass aber die Außenbeleuchtung des Gasthofes eingeschaltet war, sodass Sie also sehr gut sehen konnten. Sie tragen keine Brille. Nein, ich trage keine Brille, nein. Das sollten Sie erwähnen, dass Sie keine Brille tragen. Dass Sie gar keine Probleme mit Ihren Augen haben. So, und dann sahen Sie, kommen Sie. Was sahen Sie? Ich habe zwei Männer gesehen. Nein, das stimmt nicht. Zuerst habe ich nur einen Mann gesehen. Der ist auf das Haus zugegangen. Ging der Mann oder lief er? Nein, der gegangen, der ist eilig gegangen. Und dann habe ich einen zweiten Mann gesehen, der ihm gefolgt ist. Lief dieser Mann? Ja, der lief. Und hat den anderen eingeholt? Ja, der hat ihn eingeholt. Wie weit waren die beiden Männer von Ihnen entfernt? Schätzungsweise, wie viel Meter? Wie viel Meter das? Ja, Sie werden sicher danach gefragt und dann müssen Sie ohne Zögern antworten. Ja. Da wird man mich fragen. Der Haftrichter, der hatte die Unterlagen, nicht wahr? Und der will Sie hören. Gott. Mich hören wollen. Eigentlich entscheiden Sie ja, ob der Haftrichter überhaupt einen Haftbefehl ausstellen wird. Wie weit waren Sie denn vom Tatort entfernt? Aber das wissen Sie doch. Sie müssen doch nur sagen, was Sie wissen. Sie müssen absolut glaubhaft sein, wenn Sie sagen, dass Sie den Mörder erkannt haben. Deshalb das ganze Theater mit der Entfernung. Passen Sie auf, wir gehen jetzt raus. Und dann zeigen Sie mir draußen, wie weit die Männer von Ihnen entfernt waren. Ja? Kommen Sie. So. Sie bleiben jetzt hier stehen und ich gehe von Ihnen weg. Und Sie sagen mir, wann ich stehen bleiben soll. Haben Sie verstanden? Ja. Kann es nicht. Wir versuchen es trotzdem. Hanau, worum geht es? Es geht um die Überprüfung der Aussagen des Zeugen Karun. Sie sehen, ich habe mich sofort in den Wagen gesetzt und bin hier. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ist aber schön. Kommen Sie. Das ist Herr Dr. Schneider, der Haftrichter. Ich habe ihn hergebeten. Guten Tag. Tag. Wollen Sie sich setzen? Ja, na, bitte. Danke. Herr Hanau, Sie werden beschuldigt, in der Nacht zum 7. Juni, abends gegen 22 Uhr, auf einem Weg an der Isar Ihren Kompagnon getötet zu haben. Augenzeuge ist ein gewisser Paul Karun. Seine Aussage liegt mir hier vor. Kann denn der Mann schreiben? Wieso?
Die Aussage ist schriftlich gemacht und ordnungsgemäß unterschrieben. Ordnungsgemäß? An dem Mann ist nichts ordnungsgemäß. Herr Derrick, wären Sie so freundlich und würden den Zeugen hereinbitten? Ja, natürlich. Der ist hier? Bitte kommen Sie. Was soll das? Das ist der Mann, der Sie beschuldigt, Ihren Kompagnon getötet zu haben. Weil er es gesehen hat. Wenn das so ist, dann möchte ich Folgendes feststellen. Man hat diesen Mann in anständige Kleidung gesteckt, um uns weiß zu machen, dass er jemand ist, der seine Sinne beisammen hat. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Das ist ein wohnungsloser Herumtreiber, der die menschliche Gesellschaft verlassen hat. Ausgetreten aus jeglicher Normalität. Ein Arbeitsscheuer, wahrscheinlich ein Alkoholiker, der uns hier als Ehrenmann vorgeführt werden soll. Was er nicht ist. Herr Caron, möchten Sie sich dazu äußern? Ja. Dieser Mann hat recht. Ich habe die Normalität verlassen seit ein paar Jahren habe ich sie verlassen. Es hat Ereignisse in meinem Leben gegeben. Naja, die ich nicht sehr gut vertragen habe. Herr Derrick hat etwas zu mir gesagt und darüber habe ich nachgedacht. Er hat gesagt, Sie gehören wahrscheinlich zu denen, die sich nicht wehren können. Und wer sich nicht wehren kann, hat er gesagt, der verliert sich. Ja, ich habe mich verloren. Alles verwandelt sich in Bilder. Die meisten vergisst man, aber andere, die bleiben im Kopf. Ganz scharf, ganz klar. Dieses Bild ist ihm im Kopf geblieben. Ein Mann kommt auf mich zu, kommt auf das Haus zu, vor dem ich stehe. Ein anderer folgt ihm, holt ihn ein, sie reden miteinander und dann holt der eine der beiden Männer eine Pistole hervor und erschießt den anderen. Dieses Bild ist mir im Kopf geblieben. Es war hell. Ich war etwa 10 Meter entfernt. Ich trage keine Brille, meine Augen sind in Ordnung. Ja, und was ich da anhabe, das sind die Kleider des Mannes, den dieser Mann erschossen hat. Darf ich kurz unterbrechen? Stefan. Herr Derrick, hat diese Unterbrechung etwas zu tun mit dem Fall hier? Ja, ja. Es geht um das Motiv, das der Täter gehabt hat. Bitte. Kommen Sie, meine Herren. Dieser Mann hier hat eine Aussage gemacht, die Firma Violetta AG betreffend. Geld nicht bekommen haben. Hätten Sie nicht 1-2 Tage warten können?
Um den Mann zu bezahlen, brauchte ich die Unterschrift von Paulus. Ja, ja. Ich habe die zweite Unterschrift erschossen. Habe ich alles richtig gemacht? Ja. Sie haben alles richtig gemacht. Thank you.